Ja, da musst du eben, das ist noch schön, da musst du überlegen gar nicht. Das ist nur so Form und Machen. Weißt du, das so wie. Weiß auch nicht. Das ist schwierig zu sagen. Wenn du irgendetwas machst, weiß auch nicht. Wenn du Rüebli-Schnetzelst oder weißt du irgendwie. Ich weiß nicht, ist ja die Aufmerksamkeit von den Augen ist absorbiert mit dieser Form und die Hände machen dann das irgendwie, was sie machen. Und du musst irgendwie schauen, dass du nicht zu fest drückst, dass du nichts abbrichst und so. Aber es geht so wie automatisch. Aber du bist eigentlich nur so in einem Machen inne. Das ist einer der schöneren Momente. Aber eben, du musst nicht überlegen, über, was weiß ich, über das Konzept oder was du abgießen willst, sondern du musst eigentlich nur noch auspacken, nur noch ja, vielleicht merken, wie weit das gehen willst, ob es noch ein bisschen schleifen oder ob es so eigentlich okay ist. Es ist ja noch lustig, es ist ja eine Form, die du irgendwie vor einem Jahr abgegossen hast und gar nicht mehr kennst oder weißt. Das war Eis. Gewesen. Das waren so Eisblöcke, die runtergefallen sind, sind auf einer Strasse gelegen. Das sind so riesen Eiszäpfe, die runtergedonnert sind. Das Alltägliche anders anschauen, ich glaube, das ist noch wichtig. Wie ein Kind, das dann fragt, ja, was ist das? Oder dann kommt ein Kind, das ist lustig, das ist der Schulweg da hinten. Dann hat es auch schon ein Mädchen kommt dann abends her und dann schaut er, ah, das ist noch schön. Das ist ein Schneemann, aber wieso hast du den hier im Sommer? So. Ja, den habe ich eben gemacht. Ah, und ist das Kunst? Ich habe gesagt, ja, das ist Kunst. Schaust du etwas plötzlich anders an. Wenn du den Schneemann im Sommer hast, dann hat er. Du erkennst ihn, aber na klar stimmt es nicht. Es ist alles grüner ringsum. Aber es könnte ja sein. Vielleicht ist er zurückgeblieben. Ist es etwas von Erinnerung vom Winter? Oder? Was mich sehr fasziniert, sind die chinesischen oder japanischen Malereien. Die Auszeichnungen, wo du das Qi drin hast, wo der Nebel da quasi die Landschaft verschluckt oder der Atem quasi. Vor Welt, wo da eben über die Nebelschwaden hinein die Welt zum Teil sichtbar macht oder wieder verschwindet. Das sind super schöne Duschzeichnungen. Und eben so, wenn ich mit der Kamera obscura unterwegs bin und dann so die Nebelschwaden und so das, eben das Verschwinden von einer Welt und, oder erahnen können, was könnte sein. Wenn ich dort irgendwo so in ein Ding hineinkomme, wo ich zufrieden bin. Wenn der eine sagt, lass 16 Tonnen CO2 raus oder jeder Schweizer, dann heisst das nichts. Also ich kann mir da nichts vorstellen. Aber ich wollte mal so ein Projekt machen, wo das so quasi wie ein Luftballon, ein heißer Luftballon aufblasen ist. Und dann, wenn das aufblasen ist, ist das irgendwie, glaube ich, 14 auf 14 auf 14 Meter. Also das ist dann 16 Tonnen CO2. Weißt, so, um so Zeug verstehen, glaube, muss ich auch mal so Zeug wirklich dann halt modellieren oder machen oder nachher. Aber dann hast du eine reale Dimension dazu, die du kannst verstehen. Ja, ich glaube, dass das Bedürfnis, so etwas zu gestalten, ist ja, das ist so wirklich urmenschlich. So, aber die einen können es natürlich anders. Es gibt Leute, die es über weiß auch nicht, Meditation und Philosophie einfach im Kopf können, sich das vorstellen und das langt, aber das langt mir nicht. Oder ich kann es nicht so verstehen. So. Ich muss die Welt anlangen können. Ja, der grobe Weg.